Und die rote Ecke, liebe Boxsportfreunde, 23 Jahre jung, 108 Kilogramm, bei einer Kampfgröße von 1,90 Meter. Auch er debütiert heute am Abend aus Hannover, The King, Barello! Auch dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten. Muldi Salmuk, das ist deine letzte Ansage. Danke. Jungs, sauberer Kampf. Ich möchte wirklich ein fairer Kampf, okay? Keine tiefe Schläge, kein Kopf los. Und wenn ich sage Kopf hoch oder Stopp, dann Stopp. Weg ist. So, Freunde des Influencer-Boxsports, da sind wir beim letzten Boxkampf heute Abend. Nicht der letzte Kampf, aber der letzte Boxkampf. Und da haben wir die zwei Hauptakteure, einmal Barello in der roten Ecke und Fat Comedy in der blauen Ecke. Fat Comedy, der erfahrenere Mann seit dem Kampf gegen Bilal Gold. Stimmt, der hat schon einen Boxkampf hinter sich. Und den hat er K.O. gemacht. Ja, und plus er trainiert auch privat, ne? Also das muss man ihn auch lassen. Er hat sich jetzt nicht extra für diesen Kampf hier vorbereitet, sondern er ist immer am Trainieren. Ja. Los geht's. Ich glaube trotzdem, dass wir Barello hier nicht unterschätzen dürfen. Mhm. Der hier natürlich in seiner Ecke Mo Abdallah auch stehen hat. Mhm. Erfahrener Mann aus dem Kickboxen. Barello hier ungestüm, ballert auf, Fat Comedy los. Ob er das Tempo halten kann. Ja, Fat Comedy ziemlich unbeeindruckt in der Doppeldeckung. Man darf nicht vergessen, Fat Comedy kann schon richtig hart zuschlagen. Ja. Das hat er gegen Bilal Gold bewiesen. Wird ihm hier kurz die Hose hochgezogen. Ja. Also der Steg zum Ring ist auch mehr als voll. Ich hoffe, das hat jemand statisch berechnet. Barello jetzt mittlerweile doch ein bisschen ängstlicher oder mehr darauf getrimmt, nichts zu kassieren. Ja. Klappt aber nicht immer. Fat Comedy kommt immer wieder mit seinen Schlägen durch. Jetzt. Die Hose ist ein Thema bei Fat Comedy. Das müssen die irgendwie in der Rundenpause mal checken. Es kann nicht sein, dass der Kampf hier immer wieder pausiert wird. Wow, der Ringrichter hat den jetzt wieder freigegeben. Die letzten Sekunden laufen an in der ersten Runde. Und dann kann man auch das Hosenproblem lösen. Danke für die erste Runde. So, David, was sagst du zur ersten Runde? Mal, Yunus, ich weiß nicht, wem ich die geben soll. Also ich würde die Fat Comedy geben. Nichts mit dem Kämpfer zu tun haben. Obwohl Barello hier auch seine Momente hatte, aber überwiegend auf die Doppeldeckung schlug. Wir wissen hier aber auch nicht, was der Ringrichter bewertet. Ob er die Aggressivität mehr bewertet als die klaren Treffer. Ja, im Prinzip müssen die klaren Treffer das ausschlaggebende Kriterium sein, wenn ich mich jetzt am tatsächlichen Boxsport orientieren wollte. Das auf jeden Fall, ne? Ist aber halt auch schwierig, ne, wenn man als Alleinentscheider im Ring steht. Ja, das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Du hast da eh genug zu tun und dir dann quasi den Kampfverlauf noch zu merken. Genau so sieht's aus. Mir geht das ja manchmal beim Kommentieren schon so, wenn ich danach die Com-Card ausfüllen muss. Liebe Grüße hier an Lars Platt. So, also zweite Runde. Jetzt haben wir sie hier direkt vor der Nase.
Ja, die linke kam durch von Barello. Barello schlägt und schiebt hier. Und klammert. Man muss ihm mal aber auch erwähnen, dass der Junge Fat Comedy heißt, ne? Und gerade eine unglaubliche Luft mitbringt und einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche sportliche Leistung abgibt. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber der hat auch ziemlich viel abgenommen, ne? Also er sah, hatte deutlich mehr Gewicht gehabt. Hat durch den Sport auch ziemlich viel Kilos verloren. Und wagt sich jetzt auch in den Ring, ne? Zum zweiten Mal. Ich sag ehrlich, ich habe schon Leute gesehen, die haben sich schlechter angestellt. Oh, schöner Aufwärtshaken hier von Fat Comedy. Barello. Barello versucht jetzt seinen Kopf mal raus. Wieder schöner Aufwärtshaken. Barello klammert nicht nur, er hängt sich auch in Fat Comedy rein. Oder auf Fat Comedy. Ja, bei Barello ist die Luft langsam schwach, ne? Ist die Luft langsam aus. Fat Comedy lässt sich wieder die Hose richten. Wir haben noch 28 Sekunden auf der Uhr. Also diese Runde werden wir wahrscheinlich keine Entscheidung sehen. Ja. Ich hoffe, dass der Zeitnehmer da die Zeit stoppt. Ja. Weil die darf hier eigentlich nicht von der Kampfzeit abgezogen werden. Ja, auch hier, das war jetzt, glaube ich, nicht so ganz regelkonform, dass hier nochmal gecoacht wurde. Jawohl, boah, das war ja gute Kombi hier von Fat Comedy. Fat Comedy setzt ihm hier richtig zu. Wieder schöner Aufwärtshaken. Da geht der muss da aufpassen, wenn der Aufwärtshaken durchkommt. Ja, der geht da auch wirklich schön mit dem rechten mit seinem Oberkörper rechts runter und haut dann den rechten Aufwärtshaken rein. Ne, der ja, die Runde wird jetzt klar und deutlich Fat Comedy geben. Ja, grad, auf jeden Fall. Gerade eben waren wir ja so noch ein bisschen am Unentschieden waren wir da. Aber Barello hält hier auch durch, ne? Also der zeigt hier auch ziemlich Herz. Eisenschädel hat er. Also ja. Zweimal kam der Aufwärtshaken da von Fat Comedy durch. Ja. Und er war mit Sicherheit nicht kein sanfter Schlag. Er hat sich nicht wie seine Vorgänger weggedreht. Das muss man auch sagen. Klar, ja. Barello hat das wie ein Mann genommen. Ja. Ist frontal geblieben. Der Herr Betonkopf von Borsteller. Kriegt ihr die letzten Infos von Arafat, Mo Abdallah und Vlad Dr. Sünov. Aber auch in Barellos, in der Fat Comedies Ecke haben wir hohe Prominenz aus der Kampfsportszene. Jawohl. Unter anderem Ahmed Chikmusa, Islam Dulatov. Islam, ja, da steht Islam, tatsächlich. So, jetzt Barello, Fat Comedy alles vom Stapel. Ja, ja, schlägt Barello auch hat richtig Probleme jetzt. Präzise zu, ne? Sucht sich da auch die Lücke, ne? Jawohl. Und jetzt setzt die Aufwärtshaken rein. Er nimmt auch Maß. Er legt sich mit der linken den Barello zurecht. Ja. Mo Abdallah habe ich auch schon mal glücklicher gesehen. Beide geben hier ordentlich Gas. Das muss man denen lassen, Schwergewichtler. Ja, Barello hält sich an den Seilen fest. Das darf er auch nicht machen. So, kommt, Jungs, noch eine Minute. Jetzt zeig ich mal, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Auf geht's. Da kriegt der leichte Klapser. Motivationsklapser. Klapser. Ja, das darf man auch nicht. Er drückt ihn runter. Man darf hier einiges nicht, aber heute ist Influencer, Social Media Stars, Fight Night. Ja, Barello ist so unter Druck. Da kommt nichts Anständiges mehr. Die letzte halbe Minute läuft an.
Barello versucht jetzt auch einfach nur nicht mehr K.O. zu gehen, glaube ich. Fat Comedy will auch kämpfen, ne? Selbst im Clinch. Selbst wenn er gehalten wird. Also komm, letzte 10 Sekunden. Die letzten 10 laufen jetzt an. Auf geht's, Jungs. Barello am Festhalten und am Schieben. Jetzt muss der Kampf auch rum sein. Ja. Danke für den Donnerstag. Also, ich sehe den Kampf in der blauen Ecke. Ich genauso. Fat Comedy hat das Ding für mich. Aber nichtsdestotrotz, Respekt an beide Kämpfer. Wenn du überlegst, das sind Jungs, die finden im Internet statt, die haben sich hier in den Ring gestellt, dreimal 2 Minuten auf die Schnauze gehauen. Nein, das kann denen auch keiner wegnehmen. Ne? Also das muss man sich erstens trauen. Ne? Und die haben eine ganze Halle ausverkauft. Also das, immerhin. Ja, und wir haben jetzt nicht die genauen Zahlen, aber wer weiß, wie viele zigtausend Zuschauer jetzt gerade nur für den Kampf eingeschaltet haben. Ja. Ja. Also nicht nur große Klappe, da steckt auch was hinter bei beiden. Man sieht hier auch in der roten Ecke noch weitere Prominenz mit Ghazi, mit Sinan G. Geht der Sieg bei diesem Kampf heute in die blaue Ecke und damit an Fat Comedy. Barello, mein Lieber. Vielleicht erstmal deine ersten Eindrücke von dem heutigen, von deinem ersten Fight. Boah, ich will nichts sagen, nur Alön! Und eins, zwei, drei, Alön! Ja. Also ich habe gar nicht trainiert, ich dachte, und ich bin schon Autodidakt, ne? Das, was ich gerade gemacht habe, nur wegen Autodidaktigkeit, ne? Ich habe nur Videos geschaut, gar nicht trainiert. Und ja, der war ja gut, ne? Aber ich will gegen Sinan G kämpfen. Das ist echt viel. Gegen Sinan G. Gegen den. Wenn ein Mann ist, natürlich. Ansage steht. Walla, Bruder, jetzt mit Jeans, oder lass machen, yalla. Jetzt. Hast du noch Kraft? Hast du noch Kraft jetzt? Natürlich. Jetzt? Nein. Jetzt? Wäre das ein angemessener Gegner für dich? Ja, Bruder. Immer Bock gegen jeden. Immer Bock. Auch gegen Fett, auch gegen wen auch immer. Alle, die kämpfen wollen, ich bin hier. Ich will Islam, du da drauf. Aua! Islam, komm! Im Käfig, heute! Wir haben oben Käfig, lassen den runter. Weißt du, warum er sagt im Käfig? Er sagt im Käfig, weil es keinen Käfig gibt. Alles gut. Deine Eindrücke, mein Lieber. Sag du auch gerne mal deine. Also er war auf jeden Fall sehr sportlich. Sportlicher, als ich gedacht habe. Aber TikTok ist nicht hier das echte Leben. Aber ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Vielleicht gibt es ja noch ein Rematch oder so. Ach komm, erster Versuch gilt nicht. Vielleicht ein Rückkampf? Boah, natürlich will ich Rückkampf, ja. Direkt nach ein paar Tagen. Also zweite Veranstaltung, direkt bin ich dabei. Wallah. Okay, normalerweise heißt es immer so in 3 Monaten, ich muss mich noch mal vorbereiten, man braucht Zeit, aber du bist bereit? Natürlich bin ich bereit. Wenn Fat Comedy sagt, er nimmt Revanche an, haben wir schon den nächsten Kampf. Revanche, sagt er, noch eine Runde. Jederzeit. Wir können jetzt weiterkämpfen, mach noch 4 Runden drauf. Lass mal, heute reicht.
Okay. Ich glaube, da geht nichts mehr. Dann beim nächsten Mal. Ein großen Applaus für beide Kämpfer. Dankeschön, dass ihr euch in den Ring gewagt habt.